Ich weiß nicht, ob hier jemand schon mal Monopoly gespielt hat. 45 standen wir alle da und ein ganzes Land konnte aufgebaut werden. Und wie immer, wenn man mit einem kapitalistischen Spiel beginnt, es macht Spaß. Es gibt für alle Straßen, alle Möglichkeiten sind da. Wir können alles machen, erobern. Es gab heute einen Vortrag, alles ist möglich und so weiter. Das Problem ist beim Monopoly-Spiel Jahrzehnt für Jahrzehnt, so dem Ende entgegen, merkt man, wie sich diese Straßen zusammenschließen, monopolisieren. Und das ist ja auch das Prinzip bei dem Spiel, deswegen heißt es Monopoly. Und alles vermachtet sich. Einen wunderschönen guten Abend. Das Thema heißt Mehr Demokratie wagen. Willkommen hier bei der Podiumsdiskussion. Unsere Gäste, Barbara Liebner, Johannes Stüttgen, Veronika Spielbichler und Roland Spinola. Ich würde eine ganz kurze Selbstvorstellung vorschlagen. Fangen wir doch mit der Frau Liebner an. Dankeschön. Ich bin Barbara Liebner, Verhaltensbiologin, also in menschlicher Verhaltensforschung und übertrage das in Unternehmen als Trainerin und Beraterin im Bereich natürlicher Autorität schwerpunktmäßig. Mein Name ist Johannes Stüttgen. Ich arbeite als Künstler und hoffentlich mit vielen gemeinsam an einer zukünftigen Plastik, einem Kunstwerk, nämlich der Gesellschaft. Ich bin die Veronika Spielbichler, ich komme aus Wörgl. Also von Beruf bin ich Redakteurin, von Berufung Leiterin des Unter-Guttenberg-Institutes. Unser Verein kümmert sich um Dokumentation vom Wörgler Freigeld und Öffentlichkeitsarbeit dazu, sowie zu Komplementärwährungen heute. Mein Name ist Roland Spinola, ich bin Unternehmensberater und Trainer und habe also ein besonderes Interesse daran, die Webfehler unseres Systems möglichst so darzustellen, dass viele, viele Menschen das verstehen. Ja, mehr Demokratie wagen, haben wir das Thema genannt. Am Holzmarkt in Köthen steht ein Mehr Demokratie wagen. Der Omnibus, ich hoffe, Sie hatten da alle mal Kurzbesuch oder einen Langbesuch gestartet. Willy Brandt hat das mal gesagt, mehr Demokratie wagen. Was glauben Sie jeweils, was ihm so durch den Kopf ging, damals, bevor wir ins Jetzt kommen? Frau Liebner. Uiuiui. Der hatte eine natürliche Autorität. Das hatte der, eindeutig. Willy Brandt ist sehr bekannt gewesen für seine natürliche Autorität. Mehr Demokratie in Willy Brandts Denke, soll ich beantworten. Okay, also ich denke schon, dass er wollte, dass das Volk mehr partizipiert oder zumindest das Volk wählt. Ob dann das, was jetzt bei rausgekommen ist, sein Gedanke ist, das weiß ich nicht genau. Aber das ist ja nicht ganz der Fall. Also wir wählen ja nicht mehr so viel. Sie haben es ja leibhaftig miterlebt. Ja, ich habe es leibhaftig miterlebt. Und um jetzt mal in die Zeit zurückzukommen, muss man ja sagen, es war die Zeit der Studentenbewegung, der 68er. Und Willy Brandt war damals Außenminister der Großen Koalition und SPD. Und wenn ich die 68er-Bewegung nochmal rekapituliere und feststelle, dass sie ja Mitte der 60er Jahre aufgebrochen ist als eine Art von Freiheitsimpuls, antiautoritäre Bewegung, antiautoritäre Empfindungen und Wünsche und Gefühle und so weiter, dann hat sich ja diese Geschichte tatsächlich 1968 ist sie zu einem Höhepunkt gekommen und danach ist sie auf eine ganz merkwürdige Art und Weise
zersplittert und sie hat auch ihre Kraft verloren. Die einen, die sind, viele sind bei den kommunistischen Gruppen gelandet, die ihrerseits auch wieder zersplittert, sich zersplittert haben in verschiedene Richtungen. Dann sind etliche bei den Drogen gelandet. Es ist ein gewisser Teil auch bei der, ja, letztlich bei der Gewalt gelandet, muss man sagen. Und die große Mehrheit ist in der SPD gelandet. Und das ist für mich natürlich ein vollkommener Niedergang der Entwicklung. Und Willy Brandt ist für mich eigentlich der Inbegriff dieses Niedergangs. Nicht, wo also im Grunde genommen dieser Freiheitsimpuls, der damals aus dem Jugendlichen hervorgegangen ist, im Grunde genommen doch wieder verharmlost worden ist zu so einer Haustier-SPD, die eigentlich, was sie gebracht hat, haben wir ja dann gesehen. Also Willy Brandt ist für mich nicht so besonders glorreich. Ich finde ihn sehr uninteressant. Ich würde... Und mehr Demokratie wagen, das sind immer so schöne Sprüche. Das hört sich auch gut an. Das war 45 Jahre, genau, wir sind jetzt im Jahr 2013, exakt vor 45 Jahren, die 68er. Ich will ein bisschen weiter zurückgehen und die Frage leicht umformulieren Richtung Veronika Spielwichler. Und dadurch irgendwie ins Jetzt kommen. Wörgler Freigeld, eigentlich denkt man, die Chefin vom Unterguckenberger Institut, erzählt immer noch, was damals war. Wir haben gesehen, bei den Projekten, eigentlich macht man jetzt Jugendprojekte, kommt ins Jetzt. Was ist mehr Demokratie wagen 2013? Also bevor ich wirklich 2013 sage, was für uns konkret mehr Demokratie bedeutet, ich würde gerne noch einmal sogar noch weiter zurückgehen zum anderen Sozialdemokraten, zu Michael Unterguckenberger. Der hat sich dann als zur Freiwirtschaft bekannt und hat 1934 nach Beendigung des Freigeld-Experiments sein persönliches politisches Programm aufgeschrieben. Und da steht sehr klar drin, was er darunter versteht. Gegen jegliche Zerstörung der bestehenden Selbstverwaltung durch Eingriffe von oben und für die Verlegung des Schwergewichts der unmittelbaren politischen Betätigung des Volkes in die Gemeinden, Bezirke und Länder. Also das ist der Ansatz, so viel wie möglich Gestaltung in die kleine Einheit zu legen. Und Gestaltung heißt in dem Sinn, also 2013 jetzt nicht nur bei den Wahlen eine Stimme abzugeben, sondern Gestaltung heißt auch ganz konkret, dass sich Bürger finden, die gestalten wollen. Und das muss nicht unbedingt in Form eines politischen Amtes sein. Also wir haben eine lokale Agenda-Bewegung. Jugendprojekt iMotion ist aus dieser Bewegung entstanden. Das heißt, die Leute wollen gestalten und es muss nicht über einen Stimmzettel passieren. Das ist eine Art der Demokratie zu leben, die sehr wichtig ist und die man auch in Richtung mehr direkte Demokratie bringen muss. Aber wir sehen es nicht nur als politischen Prozess über eine Stimmabgabe, sondern über eine aktive Beteiligung am Gemeindegeschehen heute. Herr Spinola, Sie haben in einem modernen Unternehmen Manager ausgebildet. Was heißt denn unternehmerisch mehr Demokratie wagen? Das heißt unternehmerisch nichts. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass ich in einer Zeit geboren wurde, als die Menschheit die schlimmste Diktatur erleben musste, die viele sich jemals haben vorstellen können. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich geboren wurde. In den nächsten 40 Jahren habe ich durch eine goldene Zeit gelebt, in der die Demokratie wieder ihren Wert hatte, in der sie gelebt wurde, in der Wachstum da war, in der es eigentlich allen Leuten in Deutschland zumindest sehr, sehr gut ging. Und ich habe jetzt als Drittes sozusagen erlebt, wie diese Ergebnisse einer jahrzehntelang hervorragend gelebten Demokratie langsam wieder gefährdet werden und sehe also mit Spannung auf das, was im Augenblick passiert und wo wir uns wieder darauf besinnen müssen, wie wir mit demokratischen Prozessen die Exzesse, die inzwischen sich breit gemacht haben, wieder auf das normale Maß zurückbringen.
Aber mit einem Unternehmen hat Demokratie eigentlich im Augenblick wenig zu tun. Zumindest mit einem so großen, in dem ich gearbeitet habe. Also wir bemerken, ist das an jetzt? Moment, ich habe zwei Mikros. Wir haben jetzt mal zurückgeblickt, ins Jetzt geblickt und so weiter. Ich glaube, es wäre unheimlich für dir nach Köln gekommen, irgendwas zu haben, was man mit nach Hause nehmen kann. Also es gibt ja scheinbar eine Sehnsucht in der Bevölkerung. Es gibt sehr viel unterschiedlich sich ausdrückende kreative Proteste, Protestformen auch neue. Was ist eigentlich exakt das, was jetzt im Moment gebraucht wird? Erstens und zweitens, wie können wir das machen? Und das würde ich gerne aus exakt allen vier Perspektiven mal hören. Frau Niedner, fangen wir mit Ihnen an. Also für mich als Verhaltensbiologin wäre relevant, dass wieder die natürliche Autorität reinkommt, sprich also natürliche Hierarchien, wer was zu sagen hat, Freiraum existiert. Weil wenn ich die Stimme nur sehe als Wahl und ich irgendwie eine Wahl habe zwischen Dingen, die ich eigentlich nicht mehr entscheiden kann, wähle ich nicht unbedingt immer das Beste. Also ich persönlich habe jedes Mal vor einer Wahl mein Problem, was ich wählen soll. Dann schlage ich den Wahlomat vor im Internet und dann habe ich dann tolle Parteien, die ich nicht mal kenne und fühle mich nicht vertreten. Das hat mit natürlicher Autorität überhaupt nichts zu tun. Und daher wäre es für mich sehr wichtig, wieder die Qualität. Also in der Natur wird immer das Alpha-Männchen ist die beste Qualität, die sozusagen die meisten Nachfolger haben, die den persönlich kennen, persönlich sehen und dadurch diese Hierarchie auch entstehen kann. Dass also wirklich Qualität wieder eine Chance hat, hochzukommen. Was zum Beispiel heißt, wenn ich jetzt über Energiewende, gestern war ja die Diskussion über Energiewende, also neue erneuerbare Energien, dann brauche ich dort Experten, die entscheiden, was vorantreiben und nicht Politiker, die keine Ahnung haben, was eigentlich erneuerbare Energien sind, also die sich überhaupt erstmal mit dem Begriff beschäftigen müssen. Also es gibt einfach Themen, wo fachlich Verantwortung getragen werden muss und es gibt Themen, wo will eine Gesellschaft hin. Und das müsste in der Demokratie wieder viel mehr getrennt werden aus meiner Sicht. Was sind fachliche Entscheidungen, was sind gesellschaftsstrukturelle Entscheidungen und wie kann ich diese natürliche Autorität wieder steigern? Da ist die größte Gefahr sind eigentlich die Medien, weil wenn ich in den Medien über die Öffentlichkeit in ein Millionenpublikum reden kann, dann habe ich Millionen Ansehen. Also ich betrachte das ja von den Affen mit den Makaken. Das heißt, für mich als Biologe ist Ansehen oder Aufmerksamkeit oder natürliche Autorität, wie viele Menschen einen anschauen, übertragen im Sinne. Also ich messe anhand von anderen Personen, wie ranghoch jemand ist in der Biologie. Und das ist das spannende Thema, dass dann natürlich, wenn ich in eine Kamera reinrede, hier heute natürlich auch, wie viel auch jetzt schauen, das weiß man nicht oder im Nachhinein, aber wenn ich in die ARD einrede, dann habe ich dann Millionen Publikum, also Millionen Stimmen und die sind nicht unbedingt qualitativ, weil die werden zeitlich gekappt, sondern die geben nur noch Slogans, Schlager raus, das heißt, damit kann ich als Wähler ja nichts mehr anfangen und habe mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das heißt, dass wir lernen eigentlich als Wähler in Deutschland, diese Antidemokratie für mich, also die jetzt als Demokratie bezeichnet wird, dass ich da eigentlich irgendwas nur wählen kann. Und ich höre nur irgendwelche Slogans, aber ich höre keine Inhalte. Und damit habe ich Probleme. Das heißt, also es müsste viel mehr wieder die Qualität dahinter. Einzelne Menschen müssten sich in natürlicher Autorität in den einzelnen Themen profilieren lernen. Und wie drückt sich das aus? Also wenn zum Beispiel in einer Initiative natürlich jemand besondere Erfahrungen in einem Thema einer Kompetenz hat und dabei auch noch sozial führen kann, werden ihm die restlichen in dieser Gruppe natürlich folgen. Das heißt, er hat den höchsten Rang im positiven Sinne. Das kann trotzdem Augenhöhe sein, aber er hat trotzdem höheren Rang als ein anderer in dieser Fachkompetenz. Und so kann man letztendlich in der Initiative auch die Menschen raussortieren, die letztendlich die Eigenschaft, also diese Spielführerqualität haben, sich vorne hinzustellen und zu sagen, ich bin jemand, der fachlich eine Gruppe leiten kann. Also
So in der Richtung, wie schaffe ich das, auch natürliche Autorität innerhalb einer Non-Profit-Organisation zu leben, dass auch diejenigen, die Kompetenzen haben, ihre Themen vorantreiben können. Und wenn jemand die soziale Kompetenz nicht hat, also zu trommeln, zum Beispiel Affen trommeln ganz laut, und gestern im Vortrag habe ich das ja mit dem Fenster rattern, also die müssen halt Lärm machen sozusagen. Und es gibt auch Ingenieure, die können nicht trommeln. Das sind super Experten, aber die können nicht trommeln. Und dann ist ein Spielführer gefragt, eben sozusagen seine Botschaft mitzuvermarkten. Also das ist auch ein wichtiges Thema, dass Menschen, die nicht trommeln können, natürlich einen Spielführer brauchen, die trommeln können. Aber dass das in einem vernünftigen Gleichgewicht funktioniert, dass dadurch auch wieder Qualität nach oben kommt. Das ist das, was mich in Deutschland oder weltweit momentan einfach enttäuscht, dass einfach nicht die Qualität gewinnt, sondern derjenige, der am längsten in den Medien irgendwelche kurzen, für mich relativ dummen Slogans von sich gibt. Dankeschön. Herr Stüttke, was wird gebraucht und was können wir konkret und praktisch tun? Naja, also ich meine, ich muss da nochmal anders vorgehen. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist in meinen Augen die Beschreibung einer unternehmerischen Zusammenkunft von Menschen, die gemeinsam irgendetwas machen wollen. Und dann bilden sich natürlich die Fähigkeiten da heraus. Also die Fähigkeitenfrage ist eigentlich eine Frage, einmal meine Fähigkeiten, dann zum Zweiten die Fähigkeiten, die ich mit den Fähigkeiten anderer Menschen verbinden kann. Und dann ist für mich vor allen Dingen bei der Fähigkeitsfrage wichtig die Frage der Unfähigkeit. Das ist für mich die allerwichtigste. Weil die Unfähigkeit ist die Basis von allem, aus dem alles hervorgeht. Also auch eben die Fähigkeit geht aus der Unfähigkeit hervor. Und damit sind wir beim Thema des Menschen, denn das unterscheidet den Menschen ja von den Affen. Den Affen haben wir was gehört, aber ich bin jetzt erstmal bei den Menschen und komme über diesen Weg zu der Frage, was hat das überhaupt mit Demokratie zu tun? Und das ist eine interessante Frage, weil die Demokratiefrage zunächst mal für mich gar nicht so sehr viel was mit den Fähigkeiten zu tun hat, sondern mit den Rechten. Jetzt muss man fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Fähigkeit und dem Recht? Also die Tatsache, dass die Demokratie darüber befindet, und das ist ein relativ neuzeitlicher Schritt gewesen, im Bewusstsein der Menschheitsentwicklung, auf die Idee zu kommen, dass die Menschen gleichberechtigt sind. Das ist ja noch gar nicht so alt. Früher hatte man in Hierarchien die Rechte verteilt. Früher stand an der Spitze irgendein König, ein Kaiser oder ein Erleuchteter und verfügte über die Rechte und gab sie nach unten weiter. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir gleichberechtigt sind. Das wollen wir erstmal festhalten, denn ohne den Begriff der Gleichberechtigung kann ich den Begriff der Demokratie gar nicht denken. Aber die Gleichberechtigung ist ja jetzt nun auch nochmal etwas ganz Besonderes gegenüber den Fragen der Fähigkeit. Denn gleichberechtigt bedeutet ja, egal, über welche Fähigkeiten du verfügst, egal wo du herkommst, egal ob du Mann bist oder Frau bist oder ob du tüchtig bist oder nicht tüchtig, etc., etc. Also egal über all deine kreativen Qualitäten, unabhängig davon, hast du das Recht mitzubestimmen. Und das finde ich einen sehr wichtigen Gesichtspunkt. Natürlich liegt dem zugrunde auch wiederum eine bestimmte Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, den anderen als gleichberechtigt zu akzeptieren. Solange ich das nicht tue, kommt dann unter Umständen ein starker Staat und sagt, wenn du den anderen nicht als gleichberechtigt akzeptierst, dann muss ich dich dazu zwingen, das zu tun. Das wäre für mich noch nicht die wirkliche Demokratie. Die wirkliche Demokratie fängt für mich da an, wo in jedem Menschen eine innere Einsicht in die Gleichberechtigung des anderen als aufgeht und jede Einsicht beruht auf einer Fähigkeit. Ich habe etwas entdeckt. Und das ist für mich das eigentlich Revolutionäre, weswegen ich zum Beispiel behaupte, die wirkliche Demokratie, die steht uns erst noch bevor. Sie ist eine richtige Aufgabe, die wir aus einem ganz, ganz tiefen menschlichen Fähigkeitswesen entwickeln müssen. Und zwar
aus der Freiheit heraus. Das ist für mich das Entscheidende, das Freiheitsvermögen. Also Kreativität ist für mich bereits schon die Unfähigkeit. Ich habe das eben schon mal gesagt. Und man müsste das da ein bisschen ausführen, weil zum Beispiel man spricht den Kindern oder den Neugeborenen, spricht man ja Unfähigkeit zu. Die müssen alles erstmal lernen. Das muss man mit Vorsicht genießen, weil sie lernen müssen, sich hier auf der Erde zu bewegen. Aber sie bringen unter Umständen ungeheure Fähigkeiten mit. Und diese ganzen Dinge, die finde ich interessant, mal zusammenzudenken, um dann zu bestimmen, dass die Demokratie etwas ganz Besonderes ist, nämlich dass uns miteinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung verbindet und uns eigentlich dazu innerlich treibt, die Fähigkeit uns jeweils anderen nochmal ganz genau zu betrachten, zu erleben, inklusive der Unfähigkeit, um dann zu einer gemeinsamen Entscheidung darüber zu kommen, was wollen wir? Wo wollen wir hin? Und an dieser Entscheidung sind alle beteiligt. Da haben alle das gleiche Recht. Und das finde ich ganz grandios und erstmal mal gar nicht so einfach zu realisieren. Wenn wir zunächst mal ja gerne von den Unterschieden ausgehen. Dieses Gleichheitsprinzip ist für mich eines der größten Geheimnisse überhaupt. Und jetzt will ich erstmal aufhören. Ich sitze etwas konkreter. Demokratie, wir sind auf dem Weg zur Demokratie. Wir haben die gleichen Rechte in der Verfassung stehen. Wir haben sie aber in der Realität bei weitem nicht realisiert. Das geht los von der Ungleichbehandlung der Frauen in Jobs, die für gleiche Arbeit viel weniger verdienen. Das geht weiter. Wo geben wir in unserer Demokratie die Macht hin? Also wer entscheidet denn? Wir haben in Brüssel 5000 Lobbyisten sitzen, wir haben in Brüssel ein Parlament und wir brauchen aber nicht glauben, dass das eine Demokratie in Brüssel ist, wie sie vergleichbar ist in Nationalstaaten. Das ist kein demokratisch gewählter Prozess. Die Gesetzgebung ist nicht Angelegenheit des Parlaments in Brüssel. Also da wird uns was für Demokratie verkauft, was eigentlich gar keine ist. Dann ist auch die Frage, die Demokratie, wie wird die heute gelebt? Sind es wirklich die Interessen der Menschen und zählen die Stimmen der Menschen oder wird die Stimme abgegeben ans Kapital, an Geld? Also wo liegt die Macht? Ich sehe jetzt die Macht nicht bei den Bürgern. Wenn der Bürger die Macht hat, braucht er erst die Information. Das war halt schon mal Thema. Ist jemals abgestimmt worden über unser Geldsystem? Dass wir dieses System, das aus der Vergangenheit kommt und das konsequent noch nicht in die Demokratie entwickelt wurde, wir haben darüber noch nie abgestimmt. Und Demokratie heißt nicht nur Recht, sondern auch Pflicht. Das heißt, sich zu informieren, das ist Bildung. Ein Mensch kann erst entscheiden, wenn er eine Grundlage hat. Also was wir brauchen, ist eine große Informationskampagne. Wir brauchen mündige Bürger. Dann erst kann man entscheiden, dann erst kann man Demokratie richtig leben. Solange die Stimme nur abgegeben wird, die Macht delegiert wird, die Macht ins Geld gegeben wird, solange haben wir nicht die Demokratie. Wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind noch nicht angekommen. Eine Sekunde noch. Aber Frau Spiebichler, was können wir denn ganz konkret und praktisch tun, wenn wir jetzt zurück nach Hause kommen? Schauen, wo kann ich in meinem Umfeld meinen Gestaltungsspielraum zurückholen. Es gibt heute sehr viele Möglichkeiten über Bürgerinitiativen, über die neuen Medien. Man sieht, wie über Internetpetitionen sehr schnell Dinge gestürzt werden können, sehr schnell Themen hochgespielt werden können, die auch dann vom bestehenden politischen Apparat aufgegriffen werden. Beispiel Bedrohung der Bienen. Unser großes Problem ist einerseits das Geldwesen, aber noch das Größere ist der Boden und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage. Ich komme aus Tirol, wir sind an und für sich eine sehr intakte Umwelt. Wir haben aber wirklich das Problem des Bienensterbens. Und da werden die Leute munter. Es hat eine Online-Petition gegeben, die hat innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Unterschriften gehabt, wo es darum gegangen ist, ein Insektengift also zu verbieten, das dieses Bienensterben mit verursacht. Also man sieht, die Sensibilität ist bei den Leuten da und da ist es auch diese Weisheit der Masse einzuholen und man kann sich heute, man hat mehr Macht, als man glaubt.
Also ich kann im Konsum jeden Tag entscheiden, wo gebe ich meine Macht hin. Ich kann entscheiden, will ich viel Euro und unterstütze ich das jetzige System oder organisiere ich mein Leben und nehme Macht und Geld aus dem System raus. Also der Einzelne hat viel mehr Macht oft, als er glaubt. Also es ist, ich sehe das überhaupt nicht so negativ. Gewisse Dinge entwickeln sich langsam. Wenn man es im Lauf der Menschheitsgeschichte anschaut, sind wir ja schnell unterwegs. Und mein Anliegen ist immer zu sagen, es soll sich jeder in seinem eigenen Umfeld umschauen, wo kann er sich Gestaltungsspielraum zurückholen und wie kann ich mir Gehör verschaffen. Und dazu haben wir sehr viele Möglichkeiten. Dankeschön. Tom, ich möchte auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. Wie gehen wir denn praktisch vor? Was sind denn Ratschläge, die wir jemandem mitgeben können? Und ich kann da nur aus der eigenen Erfahrung etwas plaudern. Ich habe mich die letzten 30 Jahre damit beschäftigt, die Einmaligkeit von Menschen aufscheinen zu lassen, sozusagen, zu definieren. Jedem seine Möglichkeit, seine Einmaligkeit zu zeigen. Und wenn jeder von uns einmalig sind, dann sind wir alle unterschiedlich. Und ich habe daraus gelernt, dass eine Gleichbehandlung aller immer eine Nivellierung auf dem niedrigsten Niveau ergibt. Gleichwertige Behandlung bitte immer, aber gleichartige Behandlung nicht. Es gibt eine Erfahrung, die ich Ihnen mitteilen möchte und die Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können, in Initiativen. Wir haben versucht, eine Initiative aufzubauen. Es haben sich Leute, wie das so üblich ist, zusammengefunden, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Enthusiasmus, mit sehr viel Gutgläubigkeit. Und dann wollten wir das Ganze natürlich auch alles schön basisdemokratisch machen. Wir haben zwar einen Vorstand gewählt, wir haben auch Beschlüsse gefasst, aber wenn dann einer, es war einer dabei, gesagt hat, das genügt mir jetzt noch nicht, das möchte ich noch diskutieren, das möchte ich noch mal in Frage stellen. Ja, wir waren herrlich basisdemokratisch, haben das alles erlaubt, sind dann schließlich in einem Teamfindungsprozess gelandet und das Ganze ist auseinandergeflogen. Meine Botschaft daraus ist, lass uns die Basisdemokratie nicht zu weit treiben. Und wenn wir sie denn Prozesse basisdemokratisch durchführen wollen, lasst uns darauf achten, dass wir uns vorher Regeln geben, die diesen Prozess auch einigermaßen gut begleiten. Wie hört sich das an, Veronika? Regeln für Basisdemokratie? Ja, also auf jeden Fall. Aber es ist in der Verantwortung der Gemeinschaft. Die Regeln festzulegen in der Gruppe ist Sache der Gemeinschaft. Das passiert aber sehr selten, weil wir meistens als enthusiastische, guten Menschen zusammenkommen und nicht gelernt haben, dass eben für bestimmte Prozesse auch Fähigkeiten vorhanden sein müssen, die unter Umständen in der Gruppe gar nicht vorhanden sind. Ich sage das mal ganz drastisch. Einem Mann kann man drei Dinge nicht vorwerfen, weil er sofort sagt, das stimmt nicht. Erstens, er ist kein guter Liebhaber. Zweitens, er ist ein schlechter Autofahrer. Drittens, er ist ein schlechter Redner. Oder auch jemand, der Prozesse organisieren kann. Und leider ist es so, dass das nicht vorher abgeklopft ist. Wer ist denn hier in unserer Gruppe der diese Dinge strukturieren kann? Wer ist denn derjenige, der sich mit Regeln auskennt, der vielleicht schon Erfahrung hat oder der sich schlau macht und so weiter und so weiter. Wo sind die kreativen Köpfe? Wo können wir die Einmaligkeit der Mitglieder so definieren und erstmal erfragen, dass wir das auch nutzen können? Und da hilft uns Demokratie eher weniger. Wir müssen sie strukturieren. Herr Stüttgen, ja. Wie sehen Sie das? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das sehe. Ich muss mich erstmal an diese Idee gewöhnen jetzt. An welche Idee? Die Sie jetzt gerade geäußert haben. Ich frage mich, was hat das mit Demokratie zu tun, was Sie jetzt geschildert haben? Ich habe das nicht verstanden. Dann kann ich es Ihnen gerne nochmal erklären. Ja, bitte. Demokratie ist eine feine Geschichte, wenn wir sie Regeln unterwerfen, wenn wir sie strukturieren, sodass sie auch tatsächlich wirken kann. Ja, das ist richtig. Die Frage ist ja erstmal, wer gibt die Regeln?
diejenigen, die Demokratie in ihrem jeweiligen Bereich praktizieren. Ja, eben, das sage ich ja. Also im Grunde genommen fängt die Demokratie ja doch da an, wo Menschen miteinander übereinkommen. Irgendwie Form übereinkommen müssen in Bezug auf ihre, welches Recht habe ich. Also wenn wir jetzt hier zusammensitzen, ist das Demokratische daran, dass wir gleichberechtigt offenbar sind zu reden. Das stimmt nicht. Ne? Es ist einer da, der den ganzen Prozess leitet, der dafür verantwortlich ist. Ja, das kann sein. Dass die Regeln entsprechend, die er vielleicht definiert hat, eingehalten werden. Wir sind kein demokratischer Haufen im Augenblick. Nein, Haufen sind wir sowieso nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich gehöre nicht zu einem Haufen. Da wehre ich mich gegen. Ich wollte nur erstmal, für mich ist interessant, einfach herauszufinden, was in Prozessen zwischen Menschen das Demokratische ist. Denn Sie sprechen jetzt auch wieder von besonderen Fähigkeiten. Der eine hat die Fähigkeit, der andere die. Und das ist ja auch sehr wichtig. Da sind wir uns einig. Aber das ist noch nicht unbedingt das Demokratische. Das Demokratische besteht darin, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Fähigkeiten gleichberechtigt sind. Und den Gedanken überhaupt erstmal zur Kenntnis zu nehmen, finde ich schon mal ganz wichtig. Denn solange ich die Frage des Mitredendürfens oder was weiß ich, abhängig machen von unseren Fähigkeiten, haben wir ein dickes Problem. Vielleicht haben Sie nicht genau zugehört. Das kann sein. Sehr. Aber dann drücken Sie sich vielleicht ein bisschen genauer aus. Ich habe sehr deutlich gesagt, Gleichbehandlung ist Nivellierung auf dem niedrigsten Niveau. Ja. Gleichberechtigung bitte immer. Ja. Vielleicht haben Sie das nicht ganz gehört. Doch, denn Sie haben von Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit gesprochen. Ich habe sehr genau zugehört, Sie haben nicht von Gleichberechtigung gesprochen, aber das kommt jetzt umso besser. Denn Gleichberechtigung ist wirklich der Gesichtspunkt der Demokratie. Und die Frage ist die, inwieweit wir uns gegenseitig diese Gleichberechtigung zugestehen. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und das ist eine... Ich möchte nicht mehr übereinstimmen. Ja, wunderbar. Gut. Frau Niedner, wir haben unterschiedliche Kulturmuster in den unterschiedlichen Organisationen, bei unterschiedlichen Referenten. Also Sie arbeiten ja auch mit unterschiedlichen... mit wem arbeiten Sie? Meistens mit Affen. Also ich sage, hier kommen die Kommunikationsprobleme. Also wenn, dann rede ich von Sandkastenpolitik für Führungskräfte, was letztendlich auch wie im Kindergarten zugeht. Das heißt, wir haben Studien gemacht, ja auch im Kindergarten, im Institut, und haben eben rausbekommen, wer ist der Spielführer, wer kann ohne Chef dazustehen haben, im Prinzip der Chef sein. Gleichberechtigt als Biologin, als Verhaltensbiologin habe ich irrsinnige Schwierigkeiten, weil Sie haben eine besondere Berechtigung, heute besonders viel reden zu dürfen. Dadurch sind Sie nicht gleichberechtigt zu dem Publikum, das dort sitzt. Das stimmt, das ist ein Problem der Podiumsdiskussion. Und das ist immer so. Also wir werden immer in einem Raum haben, wenn viele Menschen dort sind, die können nicht alle gleichberechtigt reden. Das funktioniert definitiv nicht. Und daher finde ich dieses Thema viel interessanter. Was für eine Verantwortung habe ich auch, wenn ich ein mündiger Bürger sein will, mir nämlich auch Fähigkeiten anzueignen, in einem speziellen Gebiet oder in einem globaleren Thema mitreden zu können. Und im Kindergarten ist ganz klar, da gewinnt derjenige, der eine Gruppe leiten kann, der Nutzwerte den Einzelnen schafft. Wenn er das aber nicht auf Dauer gut schafft, also es gibt auch gute Rahmenbedingungen, Regeln, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil in einem antiautoritären Kindergarten zum Beispiel gewinnt nur der Rambo. Das hat man damals nämlich festgestellt. Das heißt also, wenn ich keine Kultur und keinen Rahmen gebe, wie heute zum Beispiel der Herr Aslan moderiert, wir vier dürfen brav reden, Sie dürfen zuhören gerade und nachher fragen, das sind klassische Regeln, das sind Rahmenbedingungen einer Gesellschaft, die auch in einem Kindergarten gegeben wird. Und wenn diese Regeln und Rahmenbedingungen, wie Herr Spinola das beschrieben haben, vorher nicht klar sind, entsteht Rambo-Kultur. Und das passiert ganz oft in basisdemokratischen Strukturen. Das habe ich in einem Sportverband erlebt, die Rambos haben gewonnen. Die haben im Internet so lange geschrieben, bis jeder vernünftige Mensch denkend gesagt hat, macht doch alles, was ihr wollt, ich ziehe mich zurück. Das heißt, die Rambos gewinnen. Und daher ist das ganz wichtig,
dass Regeln gesetzt werden. Und in einem Kindergarten, wo klare Regeln gesetzt werden, dass bestimmtes Sozialverhalten eingehalten wird, dass man nicht jeden niederschlägt, dass man auch geben und teilen lernt, Besitztümer zum Beispiel, wenn jemand was Eigenes hat, auch anerkennt, also Besitz, all solche Elemente, dort können sich über natürliche Autorität gute Spielführer entwickeln. Und gerade schwächere Kinder, weil wenn sie sagen, jeder will zu Wort kommen, es gibt zig Menschen, oder gleichberechtigt ist, es gibt zig Menschen, die tolle Ideen haben, aber kein Interesse daran hätten, sich hier oben hinzusetzen und die preiszugeben. Und das sind aber sehr wertvolle Menschen. Und die brauchen letztendlich auch ein Sprachrohr. Und wenn ein Spielführer das sehr, sehr geschickt macht, dann ist er ein Sprachrohr einer Gruppe, vertritt den Nutzwert einer Gruppe. Und ein rangniedrigeres Kind, also als Biologen sind wir natürlich immer so mit Rang hoch, Rang niedrig, für mich werden nie Menschen alle gleichrangig sein. Das wird nicht funktionieren. Was tun Sie als gleichrangig? 10 Kinder in einem Raum, sie werden Hierarchien haben, sie können sie nicht verhindern. Die entstehen einfach. Ein Kind sagt, wir machen das und 9 folgen. Oder andersrum, wie auch immer das funktioniert. Naja, aber die Frage ist ja, ob wir in diesem Status stehen bleiben wollen, evolutionsmäßig. Das ist die große Frage. Ja, aber in dem Moment, wo Sie mir jetzt zum Beispiel ins Wort fallen, versuchen Sie, den höheren Rang einzunehmen, als Beispiel. Das ist ein einfaches Ding. Ich würde gerne eine außenstehende Österreicherin fragen anhand eines Beispiels. Wie kann etwas, was bei Petra Kelly und Josef Beuys beginnt, bei Joschka Fischer enden? Das kann ich nicht alles nachvollziehen. Es ist so, man hat eine Vision und man versucht, dahin zu kommen. Und in der Realität ist es dann nicht so einfach, das Ziel auch zu erreichen. Das Schlimmste wäre nicht loszugehen. Es entscheidet sich viel am Weg. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum der Herr Fischer die eine oder andere Entscheidung dann getroffen hat. Nur das ist eine Feststellung, die man als Bürger, der nicht in dem Prozess drin ist, ja bei vielen Menschen macht, nicht nur beim Joschka Fischer, dass je mehr Leute in so einen Apparat integriert werden, umso mehr verlieren sie von ihren ursprünglichen Zugängen oder Ideen oder wofür sie gestanden sind. Das ist das Eingehen von Kompromissen. Und das ist auch eine Art, wo es darum geht, wenn wir die Demokratie weiterentwickeln, bleibt es beim Mehrheitsprinzip 49-51 oder geht man in gewissen Entscheidungsgremien in der Demokratie in Konsensgremien. Also ist unsere 51-49 Demokratie wirklich eine gute in allen Fragen? Und das ist aber eine Frage der Verfassung. Also unsere Staaten, unsere Demokratien haben Verfassungen. Unsere Gemeinden haben Geschäftsordnungen. Wenn man einen lokalen Agenda-Prozess startet für Bürgerbeteiligung, dann wird sich dieser Bürgerbeteiligungsprozess selber eine Verfassung geben. Das heißt, man wird ein Reglement festlegen, wie gehe ich mit gewissen Themen um. Mache ich einen Beirat, ist der dann einstimmig, ist der Zweidrittelmehrheit, ist das Konsens? Das ist dann gelebte Demokratie und das unterscheidet sich auf unterschiedlichen Ebenen. Dankeschön. Da wir in 17 Minuten uns auf Jin Meyer freuen, werde ich jetzt 3 Fragen zulassen. Sagen wir es so. Ich würde mit Katrin Latsch anfangen. Ich kann es wiederholen. Also wir sind ja hier auf dem Kongress Macht, Geld, Sinn. Und in Bezug auf die Demokratie ist für mich die wichtigste Frage beziehungsweise die wichtigste Gefahr, dass ich eigentlich die Demokratie ganz grundsätzlich gefährdet sehe. Und zwar, weil wir zunehmend in allen Bereichen der Gesellschaft abhängig werden vom Geld. Und das ist eigentlich das, was wir mit nach Hause nehmen sollten, dieses Wissen, was wir darüber hier auch in den vielen Vorträgen gewonnen haben. Und das wäre meine Frage an alle Teilnehmer dieses Podiums. Wie kann man die Demokratie
stärken angesichts der Tatsache, dass eben immer mehr vom Geld beherrscht wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Investor bin, der 1 Million Euro investieren kann, dann habe ich damit praktisch sehr viele Wahlzettel bekommen. Jeder Euroschein ist für mich ein Wahlschein und ich kann damit die Zukunft bestimmen. Und dann bin ich gar nicht, ich bin sehr viel mehr als gleichberechtigt und ich habe sehr viel mehr Möglichkeiten zu gestalten, als Sie, Herr Stüttgen, das mit Ihrem Wahlrecht haben. Und zu diesem Problem würde ich gerne von Ihnen eine Stellungnahme haben. Ja, also für mich ist das ganz klar, dass die Geldfrage und die Demokratiefrage ganz direkt zusammenhängen. Weil ich rede dann von der Demokratisierung des Geldwesens. Und das müsste man dann natürlich jetzt noch genauer beschreiben in der Form, wie das aussehen könnte. Aber eines ist klar, solange das Geldwesen nicht demokratisiert ist, also nicht unter die Gesetze der Demokratie und unserer Mitbestimmung fallen, würde ich Ihnen zustimmen. Das ist genau das Problem. Solange das nicht der Fall ist, haben wir eigentlich keine wirkliche Demokratie, weil die Macht des Geldes die demokratischen Vorgänge immer unterspült. Immer wieder unterspült. Und umgekehrt, die Demokratie, also das Geld ohne die Demokratie, wird automatisch zu einem Herrschafts- und Machtinstrument. Und genau das haben wir jetzt. Also glaube ich, dass diese beiden Elemente, Geld und Demokratie, zusammengehören. Und dass wir darüber gemeinsam nachdenken müssen, in welcher Form das passiert. Auf jeden Fall wird das ein sehr, sehr interessanter und wahrscheinlich sogar langwieriger Prozess sein, das Geldwesen zu demokratisieren. Das wäre für mich genau der Grund hier unserer Tage. Ich möchte das gerade noch ein bisschen verstärken. Und ich glaube, dass das ist, was uns alle hier möglicherweise besonders ein, nämlich die Angst, dass das Geldsystem unsere Demokratie, die doch recht gut funktioniert hat für eine ganze Weile, für ein paar Jahrzehnte, wie ich das eben gesagt habe, langsam aber sicher an den Abgrund führt. Und ich habe mir eine Metapher überlegt, was denn in dieser Situation zu tun ist. Es ist das Bohren eines dicken Brettes. Die Metapher geht so, wenn ich in einer Stampede bin, von Wildgewordenen, und einer der wenigen, mit einigen anderen, die viel hier im Raum sitzen, die realisieren, dass wir auf den Abgrund zurasen, dann gibt es zwei Dinge, die ich nicht tun darf. Erstens stehen bleiben und sagen, ich renne nicht mehr mit, das ist mir hier zu gefährlich, ich bleibe stehen. Das zweite, naja, kleine Figur, was kann ich schon machen, ich muss einfach mitlaufen, klar gehe ich dann auch den Abgrund runter, aber was kann ich schon dagegen tun. Beide Alternativen schließen die persönliche Katastrophe mit der Gesamtkatastrophe ein. Also kann ich nur Folgendes tun, meiner Ansicht nach, links und rechts und vorne und hinten zu sagen, hey, wir laufen auf den Abgrund zu, sag das mal weiter, hier ist die Begründung, hier sind die Möglichkeiten, etwas anders zu tun, versuche mal diese Stampede in eine andere Richtung zu kriegen, sodass wir vielleicht noch vom Abgrund gerettet werden. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Abgrund anfangen, sondern mehr wirklich, sicher ist es so, dass das Geld immer mehr Lebensbereiche erobert. Nur muss ich sie mir abkaufen lassen. Das ist auch der Punkt, also ich muss bei der Demokratie jetzt auch nicht warten. Sicher gehören diese ganzen offiziellen bürokratischen Wahlverfahren angepasst auf direkte Demokratie. Das gehört modernisiert. Ich habe aber eben mit dem Geld auch eine Verantwortung. Und ich sehe durchaus derzeit schon Strukturen, wo Demokratie auch gelebt wird, Beispiel im Genossenschaftswesen. Wenn ich die Welt gestalten will, kann ich sagen, ich gebe mein Geld auf die Bank, gebe sie am Bankschalter die Verantwortung ab und dann macht das System. Ich kann auch sagen, ich nehme das Geld, also die Macht, die in meinem Einflussbereich ist und gebe es in den Bereich, der mir wichtig ist.
ob das eine Energiegenossenschaft ist, ob das regionale Wirtschaftsgemeinschaften gibt es in Süddeutschland, die Investitionsplätze schaffen. Also ich investiere in biologische Landwirtschaft, ich investiere in nachhaltige Strukturen, ich schaffe Marktplätze, die aus dem Euro herausgenommen sind, Beispiel Pflege, Zeitwährung für Pflegedienste. Ich brauche nicht Kapital anzusparen, um im Alter eine Vorsorge zu haben. Also es gibt derzeit schon sehr viele Pilotprojekte, die Demokratie leben und die das nicht nur in Geld sehen und nicht nur in einer abgegebenen Stimme, sondern in einer Änderung des Verhaltens. Und wenn man immer darauf warten muss, dass sich große Strukturen ändern, dann werden wir wenig ändern. Wenn jeder in seinem Umfeld schaut, wo kann ich, Beispiel erneuerbare Energien, es muss nicht sein, dass im Jahr, ich weiß nicht wie viele Milliarden, jedes Jahr aus Deutschland und aus Österreich jetzt abfließen für fossile Brennstoffe. Das Geld muss alles verdient werden, das ist alles ein Machtfaktor. Holt man sich das zurück in die Region, in die erneuerbare Energie, habe ich die Macht wieder hier. Und das ist, kaufe ich Ökostrom oder kaufe ich Atomstrom? Das kann ich mit einer Unterschrift auf einem Stromvertrag entscheiden. Also wir haben heute schon mehr Macht, als man sich selber eingesteht. Natürlich muss man sich informieren und man muss sich organisieren und das eigene Verhalten ändern. Sie wurden von mir betrogen. Da die Zeit recht fortgeschritten ist, werde ich nur noch eine letzte Frage an Frau Niebner stellen. Wie ist das so, wenn so Leute in einem Gehege die im Anschluss einen gemeinsamen schönen Abend verbringen werden? Was sollten Sie tun, damit die Stimmung dann richtig schön wird? Sich sozial kraulen. Also Social Grooming ist dann angesagt, das machen die Affen auch und das ist das Lausen. Und das Lausen ist, dass man sich sozusagen krault und es ist Social Talking übertragen bei Menschen. Und das schafft sehr viel Frieden und es schafft sehr viel Gemeinschaft, allerdings nicht immer gleichberechtigt, weil der Rang Niedrigere dem Rang Höheren krault. Also bei mir gibt es ja immer nicht Gleichheit. Daher in der Natur würden wir uns jetzt gegenseitig kraulen, aber wenn wir uns ein bisschen abwechseln, werden wir gleicher. Aber gleich werden wir natürlich nie. Und dementsprechend soziales Kraulen ist angesagt. Dankeschön und ich danke auch Ihnen, euch. Wir haben jetzt eine kurze Pause, wo wir uns lausen können, gegenseitig Komplimente machen können und ein Getränk uns gegenseitig ausgeben können. Wir müssen uns noch entraten lassen. Ich werde sehen, wer wen lausen wird. Das passiert da hinten. Und wir sehen uns gleich wieder bei Chinmay.